Wie viel Luxus ist nötig? Sind wir mit unserem Lebensstandard an der richtigen Stelle? Yeah, as a young person in this society, I am very much concerned with climate change and with the impacts on our earth and on society. Pro Tag verbraucht ein Mensch etwa 2 Kilowattstunden. Wie viel das ist, muss man nicht wissen. Ist ja nur Strom. Und davon haben wir genug, oder? Die elektrische Energie hat ein Problem eigentlich. Und zwar muss genau zu jedem Zeitpunkt genauso viel Energie produziert werden, wie benötigt wird. Wir haben momentan nicht die Möglichkeit, elektrische Energie verlustarm und großtechnisch zu speichern. Der Klimaschutz macht es nötig, dass wir unsere Gesellschaft immer mehr elektrifizieren. Doch wie soll der steigende Hunger nach mehr Strom gedeckt werden? Und dann müssen wir darüber reden, brauchen wir Gaskraftwerke oder bauen wir ein Kohlekraftwerk? Können wir auch machen in der Schweiz. Wir können in Basel 3 Kohleblöcke hinstellen, der Rhein ist schiffbar und dann werden wir die Kohle aus China oder aus Polen bekommen. Das ist möglich, aber die Energie muss halt irgendwo herkommen. Und ich bin überzeugt, dass wir irgendwann wieder über Kernenergie sprechen werden. You need to have a combination of energy sources that is as reliable and economical and sustainable as possible. Die Schweiz produziert heute auch dank Kernkraft einen fast CO2-freien Strommix. Beim Verzicht auf Kernenergie büßen wir rund ein Drittel unserer Stromproduktion ein. Doch für den Klimaschutz wird der Strombedarf weiter steigen. Insofern wäre es ja clever, eine Grundlast herzustellen aus einer Quelle, die CO2-neutral oder CO2-arm ist, so CO2-arm wie möglich, und dann in Kombination mit Sonne und Wind den Rest zu erzeugen und Speicherung. That's where nuclear comes into play, because it's among one of the lowest producers, emitters of greenhouse gases. Das ist ja auch das Faszinierende der Kernenergie, dass wir mit unglaublich wenig Ausgangsmaterial sehr, sehr viel Energie umwandeln können. There are a lot of fascinating designs that are being studied nowadays of new reactors with improved capabilities of burning nuclear fuel, with capabilities to minimize the amount of radioactive waste produced. So it is exciting. Ja, ich wünsche mir, dass wir wieder offen und lösungsneutral über unsere elektrische Energieversorgung sprechen können.